Dann ein herzliches Hallöle von mir, heute bei uns zu Hause in der Bikeschmiede. Und heute haben wir auch wieder was ganz Kurioses, sicherlich einmalig auf dieser Welt. Eine selbstgebaute fahrbare Arbeitsmaschine aus der Nachkriegszeit, aus meiner Kindheit. Mit diesem Holzbein ist 1946, hier war das Bein ab, der Erbauer dieses Geräts aus der russischen Kriegsgefangenschaft wiedergekommen und hat die Kriegsgefangenschaft auch nur überleben können, weil er für die russischen Frauen in der Nähe des Lagers Wäscheklammern angefertigt hat. Er hat also von seinem Lager aus gesehen, dass die Wäsche immer weggeflogen ist. Und dann hat er so aus einem Stück Holz so eine Klammer geschnitten und da konnten die Frauen ihre Wäsche festklammern. Die Wäsche ist nicht mehr weggeflogen. Und dann hat er damit Zusatzrationen gekriegt für sich und für seine Kumpels. Denn er hat ja schon drei Leute beschäftigt damit. Ja, und dann ist er hier in Deutschland wieder angekommen, hat die Aschenkuhlen inspiziert, denn es gab nur zwei Möglichkeiten, was Brauchbares zu finden. Die Müllkippen oder die Ruinen. Und hat diesen Rest von einem Auto gefunden. Hier ist noch ein Stück von der Karosserie und das Chassis war noch dran. Und das stammt von einem Opel Baujahr 28, vier Türer. Man sieht also auch hier noch das Schloss von der zweiten Tür. Und den Kern haben sie nach Hause geschleppt. Mit viel Mühe sind so hochgesprungen vor Freude. Hurra, wir haben ein halbes Auto gefunden. Das war ein Wahnsinn. Und dann haben sie angefangen zu bauen und zwar was Sinnvolles. Und sinnvoll war es, was zu haben, wo man sich seine Arbeit umwandeln konnte in Nahrungsmittel. Und darum waren die meisten Leute in der Nachkriegszeit auf den Dörfern unterwegs, haben sich bei den Bauern Beschäftigungen gesucht und haben sich mit Naturalien bezahlen lassen. Und der hatte den gleichen Gedanken, hat gesagt, gut, aus diesem Rest von einem Auto baue ich mir eine brauchbare, fahrbare Arbeitsmaschine, um meine Sippe über die Hungerszeit zu kriegen. Als erstes hat er sich hier einen Verdampfermotor drauf gebaut. Der Verdampfer hat für diesen Verwendungszweck zwei Vorteile. Erstens, Stationärmotor, braucht demzufolge keinen Fahrtwind. Und er hat schon einen Tempomaten in Form eines Fliehkraftreglers. Das heißt, man konnte den Motor über das Gas so einstellen, dass er immer konstant die gleiche Umdrehungen hatte. Und damit war es natürlich einfach, an den ganzen Maschinen, die er sich dran gebaut hatte, immer auf die konstante Drehzahl zu bleiben. Wenn es also irgendwo schwer ging, hat der Motor automatisch nachgeregelt, damit er die Geschwindigkeit hielt. Und wenn es wieder leichter ging, ist er nicht durchgegangen, sondern er hat wieder runtergeregelt. Und nun wurde so ein Motor ursprünglich mit einer Kurbel angedreht. Und hier ist diese Kurbel. Da hast du also da einen Mitnehmer gehabt und dann hast du den Motor damit andrehen können. Das Problem war bloß, du musstest es können. Warum? Weil der Motor natürlich eine starke Kompression hat und man musste, darum haben diese Motoren auch alle die Schwungmasse. Man hat die Schwungmasse auf Touren gebracht, hat dann den Kompressionshebel zugemacht und mit der Schwungmasse hat man den Motor über den Todpunkt zur Zündung drehen können. Und das war mit viel Übung nur möglich, denn der hat dann auch gerne zurückgeschlagen, weil es keinen Zündzeitpunkt gab, es gab nur den Kompressionsdruck. Und dann hat die sogenannte Lunte, die in den Motor eingeführt wurde, das ist so eine Lunte, getränktes Papier, das hat bei einem gewissen Druck angefangen zu zünden. Und das konnte man natürlich nicht genau feststellen, wann das war. Also musste die Schwungkraft über den Moment hinweg bis in den oberen Todpunkt drehen. Wir haben den Motor aus Bequemlichkeitsgründen umgebaut auf Glühkerze und weil es auch schwer noch gute Lunten gibt. Und da haben wir nur das Gewinde ein bisschen verändert und haben eine neue Glühkerze vom Pkw genommen, die also genauso geht wie die uralte,
die hier mit Glühfaden vielleicht reingebaut war mal, aber original zum Andrehen und mit Lunte. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, das Drehen zu verhindern, und da haben wir hier einen kleinen Anlasser drauf gebaut, und der erleichtert natürlich die ganze Sache. Demzufolge braucht man natürlich auch eine Batterie. Die Batterie haben wir dann da in den Fahrgastraum unter die Sitzbank gebaut, alles ein bisschen verkabelt, und haben dann hier drüben einen Anlasserschalter hingesetzt, wo man dann den Motor mit starten kann. Ja, und hier gibt es also zwei schöne Hebelchen. Einmal den fürs Gas, der in diesem Falle mit einem Bautenzug verlängert in die Fahrgastzelle geführt wurde. Und dann hier unten nochmal einen Hebel für die Kompression, für die Ausrückung des Kompressionsventils. Und wenn du jetzt den Motor gedreht hast, wie gesagt, dann ging das erstmal ziemlich leicht. Und wenn der Motor hier die Kompressionshebel runterging, dann war das nicht mehr so leicht zu drehen, weil du jetzt den Kompressionsdruck hattest. Und da merkt man schon, jetzt ist vorbei. Das heißt also, dann wurde es schwierig. Und das gleiche Prinzip hatte auch der Lanz Bulldog. Und der Lanz Bulldog hatte eine Vorglühkammer. Und dann wurde das Lenkrad genommen, um eine anzudrehen. Und wer das nicht richtig konnte, hier im Dorf gab es zwei Leute, denen hat der Lanz Bulldog den Oberarm hier rausgerissen, weil sie nicht das Lenkrad zeitig genug aus dem Antriebselement raus hatten. Hier ist noch ein schöner Luftfilter, auch ganz einfach hier halten. Der wurde öfter mal ein bisschen mit Öl befeuchtet und blieb da ein Leben lang dran. So, nun hat er den Motor drauf gehabt und hat sich dann lauter sinnvolle Maschinen dran gebaut, wo er den Bauern mithelfen konnte. Hier haben wir als erstes eine Schleifscheibe. Die wurde da über diese Flachriemenscheibe mit dem oberen laufenden Rad verbunden, konnte aber dann auch abgenommen werden, und man konnte mit diesem Rad eine Dröschmaschine antreiben, wahlweise. Und hier hat man dann Hacken geschliffen, Messer geschliffen, Äxte geschliffen, und sieht ja auch so aus, als wenn er einige Messer oder Hacken damit scharf gemacht hat. Hier habe ich auch noch was Schönes, um das nochmal zu veranschaulichen. Das ist also der Kopf von dem Motor. Hier haben wir die Ventile. Das Problem, hier ist also der Platz für die Glühkerze oder für die Lunte. Dieser Motor war unkaputtbar. Es gab nur eine Schwachstelle, und das war, der Motor lief mit Wasserkühlung. Und wenn dann die Leute, die sowas hatten, vergessen hatten, vor dem Winter das Wasser runterzulassen, Glyzantin und so in Sachen gab es damals noch nicht, dann sind die Köpfe gerne auseinandergefroren. Und hier haben wir so ein Beispiel, da wurde dann hier geschweißt. Und dann hatte man Glück, wenn das nach außen ausgefroren war, weil man hier schweißen konnte. Wenn es dann nach innen kaputt gegangen ist, dann war der Motor natürlich dann damit, oder der Kopf, nicht mehr verwendungsfähig. Und hier habe ich auch noch was Schönes von den Innereien. Eigentlich das Herzstück, die Einspritzpumpe. Das heißt, dieser Nocken lief einer Kurbelwelle, wurde zusammengedrückt. Hier drin ist ein Stößel, der auf Nullmaß gearbeitet war. Und der hat den hier eintretenden Diesel da durchgepumpt mit ca. 160 Atmosphären Überdruck. Und das hat dann die Einspritzdüse hochgehoben und hat die Einspritzdüse dann betätigt und dann den Diesel ganz fein zerstäubt. Und dann konnte der da zünden, wenn der Kolben hochkam und die Lunte gearbeitet hatte. Das heißt, sie hat geglüht. So viel mal dazu. Dann gucken wir hier nochmal. Hier haben wir noch ein schönes Teil. Das war nach dem Krieg eine Goldmaschine. Nämlich eine selbstgebaute Raps- und Mohnölpresse. Hier kam Raps oder Mohn rein. Dann ging der Riemen hier runter auf die zentrale Achse, Antriebsachse. Und dann wurde hier eingestellt,
wie viel will man da rausquetschen? Und dann kam hier aus den Löchern das Öl raus, man sieht es hier noch, lief hier runter in den Eimer, der hier stand. Und hier kam das ausgequetschte, trockene Zeug runter und das fiel in den Eimer. Und alleine bei dem Ding müsste man eigentlich schon wieder vor Hochachtung niederknien. Der Mann hat es geschafft, 1946, in dieses Stück Rohr, was ungefähr 7 mm Wandstärke hat, 34 Löcher reinzubohren mit einem 0,4er Bohrer. Und 0,4 ist ganz doll dünn. Und nicht mit 10.000 Umdrehungen, wie wir heute bohren, sondern mit einer Handleier. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass ich heute einem Schlosser oder einem Schlosserlehrling sagen würde, mit einem Handleier am Bohrer 0,4 mm Stärke ein Loch reinzubohren, das würde keiner mehr schaffen. Hier hat er noch ein Signalhorn, ein altes Boschhorn. Denn es war ganz wichtig, dass er natürlich, wenn er mit dem Ding gefahren ist, die Leute, die sich auf der Straße befanden, auch warnen konnte. Und darum hat er das dreifach sicher gemacht. Einmal hier das Boschhorn. Dann hat er hier noch eine kleine Sirene gehabt. Und hier eine selbstgebaute Klingel. Es gab früher mal zu meiner Kindheit Fahrradklingeln. Die liefen vorne am Vorderrad hier. Und mit einem Band konnte man hier die hochziehen und dann kamen die ans Vorderrad. Und hier drinnen waren Schläge und die sind dann an solche kleinen Nocken geschlagen und dann hast du so ein durchgängiges Klingelgeräusch gehabt. Und das hat ihm gefallen sicherlich oder er konnte sich daran erinnern und hat sich dieses Prinzip hier nachgebaut. Man sieht ja also das Antriebsrad, was hier ist, das ist das hier. Und hier hat er die Schläge dran, so ein paar Hammerteile, selbst gemacht, in einem Gelenk, damit die hier anschlagen konnten und aber auch abknicken konnten. Und mit der Fliehkraft war es dann, dass die dagegen klopften, gegen diese alte Rohrhülse. Und dann hat es ein Klingelgeräusch ergeben. Ne? Ja, jetzt können wir noch mal uns ein paar Sachen noch angucken, die hier noch draußen rum dran hängen, die nicht unbedingt zu dem Fahrzeug gehören. Und hier ist auch was, was gerade wieder ganz neu in Mode kommt, nämlich eine Musterwalze, um die Wohnung zu renovieren. Man braucht also keine Tapete. Man hat hier Farbe reingemacht, die Wand weiß gekalkt und dann hier so eine Rolle reingelegt. Und mit dem Muster konnte man mit Grün oder mit Gelb oder mit Rot drüber machen und dann nochmal mit einer anderen Farbe und man hatte eine schöne gesprenkelte bunte Wand. Gerade wieder ganz groß im Kommen. Und von der Weihnachtsgans wurden die Flügel noch hingenommen als sogenannter Federfittich, dann überall in der Werkstatt irgendwo die Werkbank mit sauber zu halten. Brauchte man also auch keinen Besen kaufen. Ja, kommen wir zur Fahrgastzelle. Ja, aus Massivholz geschneidert, ne, weil sie nicht mehr war. Da war die Tür, hat er sich selber eine gebaut aus alten Brettern. Hier ein sehr schönes Holzlenkrad. Von welchem Fahrzeugtyp das stammt, kann ich nicht sagen. Und dann haben wir hier einmal ein Hebelchen für die Klingel. Da sieht man vorne, wie das Rad runtergeht und demzufolge von dem Schwungrad angetrieben wird. Und hier hat er nochmal einen Hebel für die Sirene, die dann auch an das Antriebsrad da angelehnt wird, damit sie arbeiten kann. Hier ist noch der Original-Fahrtenschreiber. Damit hat er also seinen Terminkalender geführt. Ein Bleistift mit einer selbstgemachten Verlängerung aus Holunder, weil man nicht mal so ein Stück Bleistift weggeschmissen hat. Das wurde bis zum letzten Zentimeter eben auch ausgenutzt. Und hier haben wir die Fahrtrichtungsanzeiger. Wenn man also auf der linken Seite hier zog, dann kam auf der linken Seite die Kelle raus. Ja? Und wenn man rechts gezogen hat, kam rechts die Kelle raus. Sonst hat man früher das so rausgehalten. Das war also schon eine kleine Neuerung von diesem Bastler.
haben wir einen ganz wichtigen Hebel mit einer Sicherung. Konnte man also rausziehen und dann konnte man entweder die Welle verbinden mit der Antriebsachse oder mit den Arbeitsmaschinen. So einfach ging das hin und her. Ne? Ja, da hat er noch eine selbstgebaute Bandsäge, damit er für die Bauern Holz sägen konnte. Sieht heute ein bisschen wüst aus, weil wir heute nicht los müssen zum Holz sägen. Hier sieht man schön das Sägeblatt. Ne? Und das konnte er so rauf oder runter stellen, je nachdem wie groß die Holzstämme waren. Und dann hat einer das Holz rangereicht, er hat geschnitten und der andere hat es auf den Haufen geschmissen. Und hier ist noch ein sehr wichtiger Apparat für die Bauern wieder gewesen, wenn sie geschlachtet haben. Dann hat er also hier diesen Apparat rausgekippt. Und zwar wurde dieser Apparat zwischen 21 und 22 Uhr gebraucht, wenn die Bauern geschlachtet hatten. Und die Wurst war in den Büchsen. Dann hat er die Büchsen zugemacht. Hier haben wir noch die Originaldeckel dazu. Kam hier drauf. Konnte man also hier einstellen. Musste dann wieder hochgedreht werden, damit das richtig gepasst hat. So. Und dann gab es hier diese Andrückwalze. Und dann hat man den Deckel um den Büchsenrand gebürtelt. So, schon war die Büchse zu. Bis Weihnachten. Oder zum nächsten Familienfest. Und dann wurde die Büchse aufgemacht. Und dann gab es Wurst vom Schlachten. Und dann konnte der das wieder so einfahren, das Gerät. Damit er wieder straßentauglich war. Als wir dieses Gerät entdeckt haben, stand er bereits 16 Jahre im Garten. Hier war schon ein Baum durchgewachsen und die Räder waren bis kurz unter der Achse im Dreck zugewachsen. Und nun haben wir erstmal mit dem Mann einige Jahre verhandelt, weil er es nicht weggeben wollte. Und dann haben wir ihn überzeugen können und sind dann hochgefahren und wollten das Ding also holen. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, wir nehmen gleich einen Kompressor mit. Papa, da wird keine Luft mehr halten. So, wir können das probieren. Ne? Und ob er es glaubt oder nicht, der stand plattfüßig da. Das sieht man auch noch, dass die Reifen ein bisschen eingerissen sind da schon. Wir haben Kompressor mitgenommen, Luft aufgepumpt und die ist noch drauf. Das sind alles so eine Sachen, die uns hier faszinieren, dass unsere Vorfahren Sachen bauen konnten, die 50, 100 Jahre funktioniert haben und von Einfachheit nicht zu überbieten wir waren. Ne? Und das ist hier so ein Fossil aus unserer Vorväterzeit. Ich denke mal, jeder, der sich das hier heute anguckt, wird es bestätigen, es gibt es kein zweites Mal. Und das ist der vergegenständlichte Geist unserer Vorfahren. Und wenn ich dann heute immer höre, ja, was lange hält, bringt kein Geld. Leute, genau mit dem Satz haben wir es geschafft, dahin zu kommen, wo wir heute stehen. Jeder betrügt jeden mit Fusch. Und mein Slogan ist, was lange hält, rettet die Welt. Denn wir würden halb so viel Müll, halb so viel Energie und halb so viel Arbeitszeit verschleißen, um den gleichen Lebensstandard zu haben, wie wir ihn jetzt haben. Wir sind ja gerade ganz aktuell mit Energiesparen. Das konnten unsere Vorväter schon vor 60 und 70 Jahren. Das brauchte ihnen keiner sagen. Sparen war nicht ein Gebot der Not, sondern Sparen war ein Gebot der Vernunft. Und hier hat der Mann, das muss man sich vorstellen,
Also 2-3 Stunden Holz geschnitten. Die Abgase gingen unter diesen Kaffeekessel. Da gab es damals auch noch einen Deckel dazu. Und wenn er mit dem Holzschneiden fertig war, hat er gleich heißes Wasser gehabt, um sich einen Tee oder einen Kaffee aufzubrühen. Ne? Also effizienter kann man sicherlich mit Treibstoff nicht umgehen. Und hier ist auch wieder so ein schönes Teil. Die Frontscheibe. Der konnte also nicht irgendwo anrufen und sagen, ich brauche jetzt eine neue Verbundglasscheibe. Die Scheibe war kaputt. Da kam eine Schraube rein, zwei Gummischeiben und dann hat er das hier zusammengeschraubt, damit der Kenter trotzdem noch die Scheiben zusammenhielt und er weiter fahren konnte. Ja, nun haben wir genug erzählt, nun gibt es noch ein paar edle Klänge. Wollen wir das Ding mal kurz starten, aber nur mal ein kurzer Probelauf. Fahren werden wir noch am nächsten Tag, da muss ich euch noch mal einladen. Ne? Wir haben also Batterie im Fahrgastraum und hier haben wir den Anlassschalter. Ich mache jetzt den Hebel runter für die Kompression, Gas ein bisschen vor und wir brauchen eine Lunte. Dazu brauchen wir den Luntenhalter. Das ist er. Und eine Lunte. So, das kommt jetzt in den Verbrennungsraum rein. Dann muss ich leider sagen, dass die neuen Lunten nicht so herzerfrischend sind und wir demzufolge einen kleinen Trick machen und helfen ihnen ein bisschen, damit er sich nicht so lange quälen muss mit ein bisschen Starthilfespray. Will ich euch noch mal die Klingel und die Hupe demonstrieren. Da vorne. Oder wahlweise die Sirene. Und ihr merkt schon, wenn die Kompression weg ist, dann zündet der auch nicht mehr. Ne? So, damit wir uns morgen nochmal wieder treffen, werde ich mich mal kurz umziehen. Ja, und so treffen wir uns in den nächsten Tagen nochmal wieder zur Probefahrt. Bis dahin, ciao, tschüss, macht's gut.